Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir wieder mein neues Video anschaust. Ich habe nach längerer Zeit jetzt mal wieder ein komplettes Video, ein langes Video, kein Shorts-Video auf dem Programm. Und zwar handelt es sich heute um ein Unboxing, denn ich habe wieder Post bekommen aus China und da bin ich schon sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Also machen wir das gute Stück gleich mal auf. Okay, hier haben wir wieder die Abreißvorrichtung. Damit geht das eigentlich immer noch am besten. Okay. So, ziemlich groß der Karton diesmal. Muss mal aufstehen. Viel Kunststoff. Kurz zur Seite. Und hier haben wir dann das wichtigste Karton, dann wieder nach unten. Karton zur Seite, der stört uns nur. Und da ist sie also, die DJI R2S. Frisch eingetroffen hier bei mir im Homeoffice-Studio, direkt aus China. Und dann nehme ich jetzt mal mein Nasenfahrrad wieder mit zur Hilfe. Ja, die DJI R2S. Ich habe mich erst ein bisschen geziert. Ich musste ein bisschen länger darüber nachdenken, ob ich sie mir hole oder nicht. Und nachdem ich jedoch die ersten Videos daraufhin gesehen habe bei YouTube zu der neuen Drohne, habe ich mich dann doch dazu entschlossen. Dazu gleich noch mehr. Machen wir sie erstmal auf. Das ist das Fly More Combo, das Bundle Fly More Combo. Diesmal wollte ich nicht nur die reine Drohne bestellen, sondern hatte mich für das große Bundle doch wieder einmal entschieden. Okay. Folie lösen. Ganz schön schwer das Ganze, ja. Und trotzdem schön kompakt und übersichtlich alles in dieser Box. Jo. Und dann haben wir hier die beiden Siegel. Die machen wir noch auf. So. Und dann kann man das Ganze so öffnen. Jawohl. Und wie wir es gewohnt sind von DJI, finden wir dann hier auch die Tasche. Die ist ja bei den letzten Drohnen mit dabei gewesen, bei dem Fly More Combo. Nehmen wir erstmal das untere raus. Quick Start Guide und Propeller und Handbücher müssten da drin sein. Hier ist dann die Tasche. Wir das mal zur Seite. Ja, ich selber benutze die Tasche eigentlich nicht. Ich habe dafür die von der Mavic 2 Pro. Die Tasche ist ein bisschen geräumiger, da passt die auch sehr gut rein. Und dann benutze ich die meistens dafür, wenn ich draußen bin. Okay. Die Tasche öffnen. So geht das. Und da haben wir dann auch alles schön wieder komplett zusammen. Natürlich das Wichtigste erstmal, die R2. Mavic fällt ja weg jetzt im Namen. Es ist nur noch die R2S. In dem neuen Design mit den neuen Sensoren, die nach oben gerichteten Sensoren. Und ja, sieht schon mal sehr gut aus. Stellen wir mal hier hin. Die Fernbedienung. Die ist ja jetzt auch schon bekannt. In dem neuen Design ohne extra ausklappbare Antennen, sondern einfach nur zum Hochschieben und dann kann man das Handy hier reinsetzen und mit dem entsprechenden Kabel verbinden. So, die Steuerknüppel sind wieder hier unten eingelassen, lassen sich dann ganz einfach aufschrauben und die Fernbedienung dient natürlich auch noch zusätzlich als Powerbank für euer Handy. Das könnt ihr während des Fluges damit auch noch aufladen. Gut und durchdacht.
Okay. Und das ist schon etwas schwerer. Das werden wahrscheinlich dann die Akkus sein. Ja, und so ist es. Das Gute bei der R2S ist, dass ihr die Akkus von eurer Mavic R2 weiter benutzen könnt. Das sind dieselben. Also ihr braucht da nicht unbedingt neue Akkus zu holen, so dass ihr da ordentlich Flugzeit habt, wenn ihr schon eine R2 vorher besessen habt. Ja, und dann haben wir hier noch das Ladegerät, das Schnellladegerät. Das lasse ich jetzt mal da drin. Und dazu kommt dann noch die Dreier-Ladeschale. Die haben wir hier. Dass man dann drei Akkus nacheinander weg vollladen kann. Ja, das ist die Ladeschale. Hier sind die Akkus. Drei Stück sind dabei. Einer ist schon in der R2S. Und zwei nochmal separat in diesem Bundle, in dem Flymore Bundle. Flymore Combo. So, beiden Akkus. Und schauen wir, was wir noch finden in der Tasche. Hier ist erstmal nichts mehr drin. Wie schon gesagt, ich benutze die eigentliche Tasche nicht, wenn ich draußen beim Fliegen bin, sondern habe dafür dann halt das Set, die Tasche aus dem Set von der Mavic 2 Pro. Das benutze ich dafür. So, hier sind nochmal jede Menge fette Anleitungen. Dann noch weitere Kabel für euer Telefon, für euer Handy. Falls das nicht reichen sollte, was da schon eingesetzt ist. Nochmal zwei extra Steuerknüppel zur Reserve. Und das unvermeidliche USB-C-Kabel natürlich wieder dabei. So, das war die Seite. Und hier müssten dann die Propeller drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Habt ihr schon mein neues T-Shirt bewundert? Das ist wichtig. Don't forget to subscribe. Falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Lasst mir auch ein Like da oder schreibt einen kleinen Kommentar. Da freue ich mich immer drüber. Das wisst ihr ja schon. So. Und hier sind dann auf der anderen Seite, ja, jede Menge Props, jede Menge Propeller drin. B. Hier was gekennzeichnet mit B und A. Nehmen wir schon mal hier was. Vier Stück von raus. Okay, dann können wir die gleich mal darauf setzen auf die Drohne. So, die Propeller. Jupp. Und hier ist noch ein letztes kleines Schächtelchen, ein kleines Set enthalten. Und zwar sind das die schönen neuen ND-Filter. Schauen, wie das aufgeht. Ah, so. Gut gemacht, sehr gut durchdacht. ND-Filter in den Stärken 4, 8, 16 und 32. Die werden mitgeliefert. Sehen sehr gut aus. Gute Qualität. So wie bei der Mavic 2 Pro, da war ich das ja auch gewohnt. Okay, hier ND-Filter. Immer empfehlenswert, ND-Filter zu benutzen. Wenn jetzt die Sonne scheint oder ihr über Wasserflächen fliegt, mache ich hier nochmal die Schutzaufkleber ab und von den Motoren den Schutz, unten auch. Das heißt, der eine ist schon abgefallen. Jo. Und hier, das ist von dem Schutzglas fürs Gimbal. Ganz neu designt, aber in gewohnter, guter Qualität, DJI-Qualität. Und hier haben wir dann die neue Kamera. Mal schauen, ob die so ganz gut reinkommt. Sie ist jetzt halt eine 1-Inch-Kamera mit 20 Megapixeln und 5,4K Auflösung, also mehr als 4K. Das wird erheblichen Vorteil bringen in der Nachbearbeitung, denke ich mal. Bei 30 FPS nimmt sie auf in dem 5,4K-Modus. Ja, die Festblende ist auf 2,8. Und ja, mal schauen, wie sich damit arbeiten lässt. Ja,
dann haben wir jetzt die neue DJI R2S startklar. Ich werde in Kürze rausgehen und ein paar erste Aufnahmen damit machen für euch. Dann schneide ich schon mal einen kleinen Clip zusammen, den werde ich jetzt gleich im Anschluss an dieses Video einblenden. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls das so ist. Schreibt einen kleinen Kommentar. Natürlich abonnieren, die Glocke drücken. Ihr kennt das ganze Prozedere ja schon. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Habt viel Spaß, unternehmt was Schönes. Vielleicht mit eurer neuen DJI R2S. Und wir sehen uns dann bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, euer Matthias.